Jetzt haben wir weiter Möglichkeiten darüber, das Wort Bracha zu sprechen. Erste Bedeutung, beglückwünschen. Zweite Bedeutung, begrüßen. Begrüßen, das werden wir sehen bei Zitat von Ruth, das Buch von Erste Bund, Brit Harishona, Ruth, Kapitel 2, Vers 4. Und zwar dort steht geschrieben, Ruth, Kapitel 2, Vers 4, Wehine Boaz ba mi beit lechem va yomer le kotsrim Yehovach imachem va yomru ulo evarechecha Yehovach. Yehovach, was wir eigentlich am Anfang gesprochen haben. Es ist 13 Mal diese Gruß oder Yehovach ist ein Versprechen und das bedeutet Vollkaskoversicherung kostenlos. In Ruth Kapitel 2 steht geschrieben und Boaz kommt von Bethlehem und sagte zu den Schnitter, die an sein Feld arbeiten, Jehovach imachem, das heißt, Jehovach, der Schöpfer des Universums, ist mit euch. Und sagten die Schnitter zu ihm, Evarechecha, Jehovach, es wird dich segnen, Jehovach, sprechen sie zu ihm. Das war üblich in das Volk Israel. Glück wünschen, begrüßen oder grüßen. Und Bedeutung Glück wünschen oder Beglück wünschen sind fast gleich, aber eigentlich das ist es, was die Leute damals und was heute verloren gegangen ist. Und was von der Serie 777, Videosegenscode 4, zu enthüllen ist, die Leute zu sehen, dass der Schöpfer des Universums, unser Vater im Himmel, wünscht sich, dass wir das wiederherstellen und machen, damit wir gesegnet werden. Und das ist es, was Geheimnis ist, Video Segenscode 4. Wir sollen es so aussprechen, wie es geschrieben steht in dieser Text von Ruth, Kapitel 2, Vers 4. Wenn wir treffen jemand oder besuchen jemand, wir sollen sprechen, der kommt, spricht Jehovach imachem. Oder wenn er spricht zu eine Person, er soll sprechen, Jehovach imach, wenn er spricht zu einer Frau, oder Jehovach imcha, Jehovach ist mit dir. Und der das hört, soll antworten, Evarechecha, Jehovach, wenn er spricht zu einem Mann, es wird dich segnen, Jehovach, zum Mann gesprochen, Evarechecha, Jehovach, oder wenn er spricht zu einer Frau, er soll sagen, Ivarechech Jehovach. Das ist Aussprache zu Frau. Das ist gleichzeitig segnen, das was nach Ruth 2, 4 gesagt ist. Das Wort Jehovach, das was wir lesen hier, ist Ben Elohim, Davar Jehovach. Und er ist Yeshua, der Maschiach ist, am Golgatha gestorben für alle Sünden von allen Menschen von Adam und seine Frau Chava bis heute und weiterhin bis zum zweiten Kommen von Yeshua HaMashiach. Wann wird er uns holen und dort bringen, wo der Tempel von Elohim Jehovah ist in seiner Stadt, das ist der himmlische Jerusalem, von wo wir erwarten das Kommen, nächste Kommen von unserer Retter, Erlöser und Heil von Mashiach.
Jeshua, der am Golgatha gestorben ist, befindet sich jetzt dort bei Elohim Echvah, der Vater, unser Vater im Himmel. Und das ist dieses große Geheimnis von Serie 77 Geheimnisse, Videosegenscode 4. Elohim Echvah verspricht Segen und wir sollen auch weiterhin diese Segen über andere Leute bringen, damit die anderen auch gesegnet werden. Wie gesagt, in der ersten Bund sind 13 Mal das gegeben, in der neuen Bund 65 Mal. Und das bin ich, Zlatan Zlatanov, mit der Aufgabe, alle diese Geheimnisse zu enthüllen, euch weiterzugeben und Beispiel zu geben. Wie könnt ihr das einfach nach Amen aussprechen, so wie ich es euch zeige und ausspreche, einfach auswendig lernen und benutzen. Und das Versprechen von dem Vater im Himmel, Elohim Echovach, ist, wenn wir das machen und sein Name, heiliger Name Echovach, über andere legen, bekommen wir automatisch Segen von ihm. Und das ist es, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier, dass das, was versprochen ist von Elohim Echovach, das, was versprochen ist, Elohim Echovach, und wir sprechen Evarech Echa Echovach oder Evarech Echovach über eine Frau, der Name Echovach legen, dann bekommen wir Vollkaskoversicherung und zwar kostenlos. Bitte nutzt das und seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Shalom Aleichem. Halleluja. Thank you.
Hä? Huh?